Servus Leute, heute habe ich einen Street Trade für euch, der war noch von dem Lootbox Event, ich glaube sogar vom ersten Tag vom Lootbox Airdrop Event. Da war ich mit der RD704 unterwegs und ja, wollte mich mal ein bisschen umschauen, was da so geht bei den Airdrops und habe am Ende einen Kill-Rekord aufgestellt, zumindest für Streets und den Raid wollte ich euch nicht vorenthalten, viel mehr will ich dazu gar nicht sagen. Es ist klar, es ging zur Sache, schaut es euch an, ich bin übrigens dazu täglich live auf twitch.tv/outsider, würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Drüben sehe ich nichts. Hier wäre offen. Donnerstag ist Vibe, ja, safe. Vibe ist ja eigentlich erst wieder Herbstende, ne? Na, die 6 Monate sind Ende des Monats rum, das ist schon richtig. Also, wenn es danach geht. Aber danach geht es, glaube ich, diesmal nicht unbedingt. When Y. Ausrufezeichen Datum. Oh. L underscore. L underscore. L underscore. L underscore. L underscore. Mein Gott. L underscore. L underscore. Das krass coole Brot. Danke für 28. L underscore. Nee. 39 Monate. Sorry. Komm ich nach 28. L underscore. Danke für die echt lange Zeit. Und diese wunderschöne Nachricht, die auch genauso lang ist. Naja, nicht ganz. Danke für den Support. Schön, dass du so lange hier bist. Wie geht's? Willkommen zurück in der Abo-Falle. Vibe, ja, dauert noch ein bisschen, ne? Schon ein bisschen was. Ja, 40 Monate. Sind einige, also einige inzwischen rund um die 40 Monate. Ist echt krass. Ich habe nächstes Jahr Partner, nächstes Jahr, nächsten Monat Partnerjubiläum. 8 Jahre Twitch-Partner, glaube ich. Noch lang. Hey, Freund Schnitzel, servus. Robin Viper. Ey, hier hört man nichts auf der Map. Keine Ahnung, ey. Klar, Bossi. Ausruf sein Datum. Servus. 5 Monate, 3 Tage. Du bist ein fleißiger Lurker. Hey, Finanzlord. Und wann genau? Ist nichts confirmed. Das ist ein Witz. Vibe-Datum wird nie confirmed, deswegen. Man tut, was man kann, weiß ich zu schätzen. Kein einziger Schuss irgendwo. I don't know. Wir positionieren uns mal in der Mitte von der Map im Autohandel. Wenn der Airdrop kommt, gehen wir in die Nähe. Ey, die Kisten sind noch nicht da, deswegen, keine Ahnung, wo lungern sie denn? Lungern alle am Spawn oder ich weiß nicht. Erstmal Watchtime Battle.
Gott. Ja, jedes Event ist halt irgendwie so, es gibt jetzt einen Hotspot oder mehrere Hotspots auf der Map und drumherum wird gecampt. Das bringen Events leider immer mit sich, egal in welcher Form. Ach, da ist er. Oh. Der kommt genau hier runter. Wir gehen mal hier hinten in die Ecke und schauen mal, was passiert. Oh, mit etwas Glück, Moment. Ich habe eine Idee. Bitte, 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 lass es klappen. Oh shit. Ist mir komplett egal. Oh, das Koop-Event war ein Fest, ja. Das hätte ich gerne nochmal. Das war das beste Event aller Zeiten. No! Okay. Scaramouche, danke schön für 16 Monate. Willkommen zu Genau auf alle. Danke, dass du den Prime mir lässt. Wie geht's aus? Wie das aber viele gehatet haben, ja. Wie kannst du nur? Das war so. Problem ist, ich kann hier halt auch nicht. Da geht eh keiner ran. Ganz ehrlich, da geht auch keiner ran. Da auf der Straße, als ob. Ist hier jemand? Ich habe jetzt gehofft, da kommen die Leute angerannt, aber es kommt halt niemand. Hier hinter mir sind ein paar Steps. Hinter mir oder unter mir, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Trailer für EFT Arena? Von jetzt gerade? Vor 8 Minuten? Den habe ich nicht gesehen. Den schauen wir uns gleich an. Okay, krass. Das sind die neuen Räume, ja. Release 2025, immer schön negativ denken. Weiter, immer weiter. Immer schön negativ bleiben. Ist gut. Jetzt geht da keiner looten, ey. Gibt's doch nicht. Gut, wer riskiert das auch, ganz ehrlich?
Kein direkter Game-Trailer. Haben sie was getweetet oder nicht? Jetzt muss ich kurz nachschauen. Es ist immer etwas schwierig, das rauszulesen, was überhaupt gemeint ist. Ach so, von Virtus Pro. Ja. Oh. Ein PMC mit AUG. Noch einer. Der Scheiß, diese Scheiß, ne, ist ein Bus. Der Scheißbus ist halt sowas von dem Weg. Ja, aber die gehen da aber nicht ran, ne? Den haben wir schon mal. Schön, dass er stehen bleibt. Ja, Fido Release 2035. Viel später noch. Schau mal auf Reddit. Da gibt's viele deiner Meinung. Auf geht's. Eis scheiße. Eis scheiße. Dauert ewig. So, ja, Captain Auk wird sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr zeigen, ne? Kann bloß dieses klischeehafte Schlechtreden immer nicht leiden. Nicht bös gemeint, aber das hörst du so oft halt. Ja, der Release dauert, aber weiß ich nicht, dieses abgedroschene Rummaulen. Ich kann's halt irgendwie nicht mehr hören, ne? €27 auf so. Breakdance! Jawohl, zur Feier des Tages. Und der war ein bisschen am Lecken. Oh ja. Richtig gutes Breakdance. Ich spiele nativ, ja. Ey, der hört ja gar nicht auf. So, was ist hier hinten los? Es hat ihn ja ziemlich mitgenommen, der Schuss, habe ich so das Gefühl. Rektor Kleinzeit, ich glaube schon. Sobald du einmal wegschaust, ist es vorbei. Hey, Phoenix Fire. Man muss zwei. Es ist Sancho Lord, Servus. Ich will halt eigentlich unten den Airdrop looten, das wäre mir viel wichtiger als die zwei da. Die zwei sind mir ziemlich egal, ich will den Airdrop unten looten, wenn ich ihn schon so bewacht habe.
Meinte, da war schon jemand dran, ich denk's nicht. Komm, von hier oben einen sehen, das wär's schon, aber ich glaube von hier. Okay. Wo ist der zweite? Ich habe ihn gesehen. Der hockt hier rechts in der Ecke. Und ist die Tür aufgegangen. Doch nicht. Der hockt hier rechts in der Ecke, das ist die Scheiße und ich komme bloß hier raus. Ich will eigentlich meinen Airdrop machen. Ist mir viel wichtiger. Da unten kann die wegen mir haben, ist mir egal. Airdrop leuchtet jetzt nicht mal mehr. Der liegt so beschissen, dass den garantiert keiner gelootet hat. Oh Mann. Ich meine, ich habe zwei Action, aber nicht wegen den Airdrops, sondern einfach, weil die Leute da in mein Sichtfeld rennen. Ist okay. Keine Granaten mehr? Ja, die Sache ist die, wie soll ich den naden, ne? Das ist das Problem. Der Typ hockt hier rechts in der Ecke oder in irgendeinem Gebäude. Ist mir eigentlich egal. Es geht mir eher darum, dass ich hier wegkomme. Weil looten, ganz ehrlich, schauen wir mal kurz. Looten muss ich eh nicht mehr so viel. Oh, da unten sind Shots. Y2K-Fighter, vielen Dank für den Prime 9. Willkommen zur Gnabo-Falle. Danke, dass du den Prime bei mir lässt. Wie geht's, Servus? Ich weiß nicht. Der jumpt im rechten Gebäuderaum. Ist am Fenster da irgendwo. Scheiße. Noch einer. Das war nicht der, den ich gesehen habe. Das andere. Okay. Das Gute ist, wenn man runterkommt, hat man Rechtspeak. Habe ich jetzt hier echt gerade 5 Leute hier direkt vom Fenster? Geil. Geil. Ich kann die auf keinen Fall looten. Ich meine, what the fuck? Wie soll ich das alles mitnehmen? Es geht auf keinen Fall. Wieso kommen die alle hier hin? Oh mein Gott.
kann die Waffe auf jeden Fall schon mal wegprellen, weil die wird mich sowas von nicht jucken. Ich will eigentlich unten die Kiste noch looten. Und dann... Hey, lieber Kastjunkie-Saurus. Wollten schauen, ob Airdrop frei ist. Ich glaube, die hatten nichts mit dem Airdrop zu tun. Ist der Platz? Boy. Der Sound macht mich hier gerade kirre. Hier kommt gleich die Scav-Party an. Ach man, alles. Es ist Endvibe, habe ich so das Gefühl. Kann das sein? Scheiß drauf. Kann eh nicht mehr mitnehmen, auf keinen Fall. Wie viel habe ich davon gemacht? Alle. Das sind alles meine Kills. Ich kann die hier nicht looten, ich kann die nicht alle mitnehmen. Mein Plan ist, ich hau jetzt ab hier und loote auf dem Weg nach draußen noch diesen Airdrop. Den nehme ich mit. Und zwar genau diese zwei Felder bleiben frei dafür. Das ist der Plan. Loot, wir brauchen Loot. Ganz genau, Loot. Ich meine, es ist das Airdrop-Event und ich loot keine Airdrops. Wo kommt man da hin? Super, Heini, danke für die 200. Shit, so geht es nicht. So, so. Das hier oben muss frei sein. So. Das muss frei sein. Passt. So, da gehen die zwei rein und die holen wir uns jetzt halt. Oh, what the fuck, man. Noch einer, ja? Noch 10 essen. Wir naschen mal kurz am Zucker ein bisschen. Bevor er hat schon jemand angeknupft hat, dann gehen wir einfach so raus. Der liegt so beschissen auf der Straße.
was du willst. Außer da liegen jetzt Tote daneben. Oh, come on. Okay. Ich glaube, das können wir vergessen mit dem Airdrop. Was sagt ihr? Schlechte Idee. Ich glaube, da ist jemand in der Nähe. Fuck. Der wird bekämpft. Das glaube ich auch, ja. Das kann ich vergessen. An den Umständen gehen wir zurück und looten die Jungs noch schnell. Kann ich vergessen. Kann ich springen, scheiße. Jetzt habe ich natürlich hier keine Kontrolle mehr. Aber wir nehmen einfach schnell noch, weiß ich was, ich hole mir schnell noch einen Rucksack von denen. Hier rein. Und eine Waffe. Aber wir looten den hier. Hat er was? Blackout AP im Ammo Pack sehe ich auch zum ersten Mal. Ne? Wie finde ich das Event bis jetzt nicht so überzeugend? Ist aus Bierbaron. Hier hat schon wieder keiner ein Backpack. Ne? Der ein? Wisst ihr, woher der schießt? Scav bloß. Der schießt oben aus dem... wie heißt es? Aus dem Apartment. Ich glaube, ich probiere den Airdrop nochmal zu looten. Ich habe irgendwie Bock drauf. Da war noch keiner. Oder wir holen uns die im Apartment. Wir holen uns die im Apartment. Skybridge Apartment sind die. Schau mal, ob die hier die Tür schon eingetreten ist. Das wäre nämlich sehr praktisch. Das ist ja, oder? Oder die hier, die ganz oben, ne?
War eine MCX auf jeden Fall. Der ist doch nicht euer Ernst, Mann. Das ist nicht mein Freund der Baumcamper, das ist mein Freund der Toilettencamper. Und der dritte im Bunde. Alright. Captain Slow war auch am Start. Junge, ich gehe hier rein, kein einziger... Steht da noch einer? Ich gehe hier rein, kein einziger Step. Das ist Event-Gameplay. Das ist Event-Gameplay. Holy fuck. Event-Gameplay vom Allerfeinsten. Was machen wir heute? Ja, ist Event voll geil. Was machen wir? Wir hocken alle mal in der Ecke. Eieiei. Nicht den ihr Ernst, ey. Bloodwerk, danke für die 30. Holy shit, ey. Und ein neuer Drop. Ja, der neue Drop soll mir jetzt erstmal egal sein, glaube ich. Ey, ich war in dieser Toilette drin. Ich glaube, der war nicht sicher, ob das einer seiner Mates war. Kann das sein? Sag ich vieles. Ich bin selber noch perplex, dass hier drei Leute drin hocken. War das der Aug-Typ? Ich muss hier dann mal schleunigst weg, ich sag's euch, weil... Das wird hier gleich eine ziemliche Scaff-Party. Und nicht, dass hier noch einer in der Küche hockt, oder weiß der Geier? Puh, ja Jungs. Ja, das war die MCX, die ich gehört habe. Ich glaube, das sind Leute, die haben davor noch nie mit Gear gespielt, so kommt's mir vor. Gib nichts, danke für die 50. Danke fürs Ding, Ding, Ding. Und für den Support. So, alright. Hey Sascha, servus. Ich geh nicht hier raus. One Path. Geh da raus, wo ich hergekommen bin. Lass mir jetzt meinen Frieden. Hey Wolfgang. Ich glaube, das war bloß ein normaler Scaff, ne? Oh ja. Bin ein Busch, keiner kann mich sehen. Ja, auf jeden Fall, zum Airdrop sind wir nicht mehr gekommen, leider. RIP. AP ist sehr gut, ja. Ist die beste. Na gut, waren ja ein, zwei Kills, oder? Ich glaube, es war ein Kill-Rekord auf Streets. Macht mal Hallo YouTube im Chat, Leute. Alle mal Hallo YouTube im Chat. Verewigt euch. Keine Ahnung, wie viel das war. Ich glaube, es waren 9 Kills. Ich glaube, es waren 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kills
auf Streets. Der eine war sogar ein richtig schöner Sniper-Shot. Ihr verdient gar kein Taschengeld. Macht mal Hallo YouTube. Und Bloodwork, nochmal danke für die 30 Bits, danke fürs Ding, Ding, Ding. Alright. Ich dachte ja, nach den Typen unterm Fenster ist dann langsam mal Schluss, aber war hier noch eine Dreiergruppe, ey. Was haben die alle gemacht?